Stehen Sie auf und kommen Sie. Mein Name ist Volkert Matzen und ich habe zusammen mit Charlotta Bjelvenstam vor 12 Jahren das Theater Kulturkarte in Lübtheen ins Leben gerufen. Vorwärts, sonst wärst du leicht Mensch zu sein. Vorwärts. Ursprünglich wollten wir hier gar nicht Theater machen, sondern nur die Ruhe auf dem Land genießen, haben uns dann aber mit kleinen Theaterstücken sozusagen der Bevölkerung vorgestellt, weil wir ein bisschen Fremdkörper waren. Dabei haben wir festgestellt, wie groß das Bedürfnis nach Theater und Kultur ist in der Bevölkerung. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, wie verbreitet ein braunes Gedankengut hier ist, was für ein politischer Brennpunkt hier herrscht. Und so waren wir dann gezwungen mit unserer Theater, oder wollten natürlich auch mit unserer Theaterarbeit Stellung beziehen. Über die Sommermonate arbeiten hier professionelle Schauspieler und andere Theaterleute, Musiker, Regisseure, Bühnenbildner etc. mit ca. 35 begeisterten Laien, überwiegend Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, zusammen. Daraus ergibt sich ein reger Austausch von unterschiedlichen Lebensweisen und sozialen Komponenten. Und in einer gemeinsamen kreativen Arbeit und einem gemeinsamen Ziel übernimmt jeder seine Verantwortung nach seinen Möglichkeiten und Begabungen. Ein Höhepunkt unserer Arbeit war vor 2 Jahren das Stück Die Kanzlerin kommt. In diesem Stück geht es um Toleranz, Integration und die Grenzen der Toleranz. Genau das Thema hat sich wiedergespiegelt in unserem Ensemble und führte zu lebhaften Diskussionen auch mit dem Publikum. Von Rückschlägen in der inhaltlichen Arbeit kann insofern keine Rede sein, als wir natürlich Erfolg haben. Aber es gibt eine bittere Erkenntnis, nämlich dass die Zeit der großen Utopien, die das Theater mal aufgezeigt hat in den 1970er Jahren, dass die Zeit vorbei ist und es eigentlich darum geht, gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen und die Fragen zu stellen. Wir bemühen uns, dem entgegenzukommen, was ein ehemaliger Bundespräsident gefordert hat, nämlich Kultur zu einem Grundrecht für alle zu machen. Wir versuchen, die Integration sowohl des Publikums, der verschiedenen sozialen Schichten, als auch unserer Ensemblemitglieder voranzutreiben und ihnen Kultur so nah wie möglich zu bringen. Spannend an unserer Arbeit ist und so unglaublich erfreulich, dass sie Kreise zieht in der Bevölkerung. Es ist zum Beispiel so, dass bei einer Produktion ein kleines Mädchen, 6 Jahre alt, mitgemacht hat. Das ist inzwischen 9 Jahre her. Dieses Mädchen macht immer noch mit und nicht nur sie, sondern auch ihre inzwischen 6-jährige Schwester. Ihr Vater ist ein begeisterter Laiendarsteller geworden und die Mutter hilft, wo sie nur kann. Und das ist nicht nur diese eine Familie, sondern wir haben etliche Familien, das geht generationsübergreifend. Die ältesten Teilnehmer sind teilweise über 80, die jüngsten eben im Vorschulalter. Und das ist etwas, was integriert, was ein bürgerschaftliches Engagement in unserer Arbeit bedeutet. Und das, da freuen wir uns einfach ganz doll drüber.